Ja, jetzt da bin ich gerade beim Föhnen, so habe ich gerade den Föhn habe ich jetzt da abgeschaltet, drehen wieder auf meinen Föhn, ja, jetzt sieht man schon ein bisschen mehr, gell, als vorher, ne, mit den nassen Haaren, sieht man schon ein bisschen den Stubenbett rausgekommen, ne, kennst du mich sehen, ich habe so eine scheiß Beleuchtung in dem Wohnzimmer, aber ich schalte immer wieder den Föhn ein, und da sieht man mich nicht ganz genau, ne, ja, da ist der Föhn, ne, da ist der Föhn, ne, da bin ich, ne, und ich muss mich da reinschauen, da in das Spiegelbild des Vitrinenschranks da, ne? Ich sehe mich nur schemenhaft, aber es reicht, ne? Um meine Zone zu sehen, ne? Super, ne? Reißes Engelshaar oder wie ein Löwenmähne, ne? So, hinten, aber hinten bleiben sie am meisten, oder so, ne? Überall, ne? Eine Wusche mit dem Haar, die bin ich stolz, ne? Muss man auch immer pflegen, ne? Zumindest alle 2 Wochen so etwas waschen. Ich will nicht zu viel waschen, meine Haare. Weil dann kriege ich also Haarschuppen. Ne? Nicht extrem, aber. Also, wenn ich mir das jetzt alle 2, 3 Tage wasche, kriege ich viel schneller Schuppen, als wenn ich das wirklich nur alle 2 Wochen mache. Allerdings intensiv, ne? Mit einem Babyshampoo, sagt man dazu, mit einem Ur. Das heißt, bin ich schon deppert. Mit einem ganz leichten Haarbalsam Nachspüle bezogen. Ne? Wir fallen halt nicht immer gleich die Fachausdrücke, die Friseur-Fachausdrücke ein. Ne? Erst immer noch ein Film, noch ein Video drehen. Ne? Aber es ist ja nicht schlecht aus, gell? So. Aus der Perspektive ist das vielleicht ein bisschen besser. Fällt mir das besser, ja. Ist zugleich wohltuend auch für die Kopfhaut. Und es ist ein bisschen kühl heute. An diesem 6. Mai 2011, komischerweise, es hat eigentlich eine Herbsttemperatur, obwohl draußen man sieht, scheint die Sonne, also grelles Tageslicht um 10 vor 8. Und das wärmt halt ein bisschen den Körper. Na, wenn dann einerseits trocknet man die Haare, andererseits, na, da spart man sich den Ofen einzuheizen. Also bei uns ist das halt, oder bei mir, der Gaskonvektor. Ich weiß nicht, ich habe jetzt momentan angetraut, ich habe irgendwie so ein komisches Stammgefühl. Was war denn das für ein Scheißgefühl? Das war jetzt komisch. Das war jetzt nicht gestört, kein. Nein, da bin ich ehrlich. Weißt du, was ich mit den Armen. Oder was ist das für ein Scheißföhn? Ich darf mich gar nicht mehr hingreifen. Ich darf mich auf den Scheißföhn nicht hingreifen. Warte mal, ich nehme mal in die andere Hand. Ich lege mal die. Vielleicht sieht man das von da. Ich hole mir die Kamera da her. So. Was ist mit den Scheißföhn? Geht nicht? Ja, geht eh. Na, da spüre ich das Vibrieren nicht, aber vorher, wie ich ihn in der linken Hand gehalten habe, in den Föhn, ne? Habe ich es vibrieren geführt. Also wenn ich schon Angst gehabt, ich kriege einen Stromschlag. Ein Herzkasperl. Na gut, ein bisschen weiterführen und danke, gell, dass man zugeschaut und zugehört habt. Gell. So schaut halt der Strubebäder jetzt aus. Ne? So schaut er jetzt halt aus. Ne? Ein leibhaftiger Strubebäder. Halt die Goschen, du scheiß Haarföhn. Zack. Was? Genau, können wir auch noch machen. Naja, gehen wir kurz ins Badezimmer. Da sehe ich ja meine Haarpracht besser. Ich wäre gleich bestaunen, was ich da zusammengeföhnt habe. Dann haben wir das Licht da vom Spiegel, Schrank da. Auch das Licht aufdrehen. Naja. Aha. Gar nicht so schlecht, gell? Struppi, 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 struppi. Was ist da los? Ist sicher nichts. Aha. Das war total auf mal. Was ist das für Scheiß? Ich glaube, jetzt habe ich das auf dem Makro gehabt. Ich bin deppert. Das ist ein Scheißtrick. Na gut.